Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video erzähle ich euch mal wieder was über was Kostenloses in Fortnite. Kostenlose Dinge liebt ihr eh und deswegen würde ich sagen, bleibt einfach bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefällt, auf jeden Fall mal ein Like da lassen, Abonnent von diesem Kanal sein, denn mehr als 50% sind keine Abonnenten. Schaut meine Videos trotzdem, also gönnt doch einfach mal. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren, damit YouTube euch auch eine Benachrichtigung schickt, was sie in letzter Zeit sehr, sehr selten machen. Und wenn ihr ein absoluter Ehrenmann seid, wollt, Creator-Code im Gegenstandshop noch eingeben, Meta-8, damit ich mir endlich meine Rolex kaufen kann. Dann würde ich einfach sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja, wie ihr schon gehört habt, gibt es wieder was Kostenloses in Fortnite und das wurde ja schon etwas länger angekündigt in Fortnite, aber wir haben es nie bekommen oder es ist sehr spät gekommen, aber wir haben es endlich in Fortnite bekommen. Die Benachrichtigung kam und es hat wirklich eine Season gedauert. Es sollte schon letzte Season kommen und es ist einfach jetzt diese Season gekommen und es gab nämlich in der letzten Season einen kleinen Fehler. Es gab einen Fehler und da haben wir einen Arkan-Gleiter nicht bekommen und den wollte uns Epic Games dann kostenlos zur Verfügung stellen. Wer die Story dahinter nicht kennt, es gab ein Live-Event in Fortnite, ihr habt das alle wahrscheinlich mitbekommen, mit den Runen, mit dem Vulkan und so weiter, Loot Lake-Event, ihr habt es alle gesehen. Und viele von euch wollten natürlich auch in die Live-Lobby rein, das war ein Endgame-Event mit den Avengers, das war eine Kooperation, aber viele von euch hatten das Problem, dass sie dieses Event live in der Lobby gar nicht sehen konnten. Bei denen ist einfach gar nichts passiert und es war einfach unnormal ärgerlich. Man ist extra online gegangen, wollte das Ganze sehen, live und es passiert einfach gar nichts. Viele Streamer hatten auch das gleiche Problem, sie waren in der Lobby, haben gestreamt und bei ihnen ist einfach gar nichts passiert. Und dann dachte sich Epic Games, okay, als Entschädigung müssen wir den Leuten etwas zurückgeben. Damals konnte man in dem Shop einen Arkanen Gleiter kaufen und dieser Gleiter sozusagen, den konnte man ganz normal kaufen, haben auch viele gekauft, haben mir auch Bilder geschickt und haben dafür 1200 V-Bucks bezahlt oder 1500, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube 1200 V-Bucks waren das, ist nicht wenig und ich finde einfach, es ist super, super frech. Aber Epic Games dachte sich dann, okay, wir machen eine neue Aktion, denn viele von euch konnten dieses Event nicht sehen und alle Leute, die in der Lobby waren und bei dem Event dabei sein wollten, es aber nicht gesehen haben, kriegen etwas Kostenloses von uns. Und das Kostenlose war ein Arcana Gleiter. Und den haben sie schon seit der letzten Season angekündigt. Sie haben gesagt, okay, den Arcana-Gleiter, den konnte man im Shop kaufen. Den nehmen wir aber raus, sozusagen aus dem Shop. Leute, die den Arcana-Gleiter gekauft haben, kriegen ihre V-Bucks zurück. Also zumindest die Leute, die in der Lobby waren während dem Event. Und die Leute sozusagen, die den gekauft haben, kriegen die V-Bucks zurück plus den Gleiter umsonst. Also sie konnten den Gleiter umsonst behalten. Und die Leute, die den Gleiter nicht gekauft haben, haben sie ihn ebenfalls kostenlos bekommen. Ich finde die Aktion absolut gerecht und absolut cool, dass Epic Games sagt, okay, ey, wir haben einen Fehler gemacht, ist scheiße gelaufen und ihr kriegt jetzt etwas Kostenloses von uns und ich meine, bei kostenlosen Dingen, da sagt niemand nein. Es ist natürlich ärgerlich für alle Leute, die dann nicht dabei waren und die natürlich auch nicht kostenlos bekommen haben. Ich meine, ich habe darauf gekämpft, auf das Event, bei mir ist es zwar trotzdem passiert und ich habe diesen Gleiter trotzdem bekommen. Also macht euch da keine Sorgen, selbst wenn ihr das Event mitbekommen habt, kriegt ihr diesen Gleiter ebenfalls. Finde ich sehr, sehr cool und es hat etwas länger gedauert. Epic Games hat das ja schon seit letzter Season angekündigt, ihr wisst es ja, ich glaube noch vor der Woche 10 ist das passiert, das Event, oder nach der Woche 10. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist schon eine Weile her und seitdem hat sich nicht viel getan. Aber ich habe den tatsächlich eben gerade, als ich mich eingeloggt habe, also ich habe heute sogar einige Runden gespielt, aber eben gerade, als ich mich eingeloggt habe, habe ich diesen Gleiter erst bekommen und ich habe endlich meinen kostenlosen Arcana-Gleiter bekommen. Also wenn ihr den noch nicht bekommen habt, macht euch keine Sorgen, loggt euch einfach regelmäßig ein am Tag und irgendwann kriegt ihr diesen Gleiter ebenfalls. Also es könnte ein bisschen länger dauern, bei dem einen ging es schneller, bei dem anderen ging es langsamer, macht euch da gar keine Sorgen, ihr kriegt den auf jeden Fall noch. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like. Dann natürlich vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Supporter von euch. Ich gebe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe. Ich sehe auch die Resonanz in letzter Zeit. Die Klicks gehen wieder hoch und die Abos gehen auch wieder hoch. Deswegen bin ich noch motivierter und mache noch mehr Videos. Die Einnahmen spielen gar keine Rolle, denn die gehen immer noch weiter runter. Aber solange die Klicks steigen und die Abos steigen, ist mir der Rest eigentlich scheißegal. Auch vielen, vielen Dank an jeden einzelnen, an jede einzelne Person, die meinen Creator-Code eingegeben hat. Wir sind tatsächlich 300 Leute. Klingt vielleicht wenig, aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine Menge. Und ich danke auch jeden einzelnen, der mich da supportet und meinen Creator-Code eingegeben habt. Vielleicht schaffen wir nochmal die 400, immer weiß es nicht, schön Werbung machen, um mich auch weiterhin zu supporten. Vielen, vielen Dank, Leute. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.